Wie ist Ihnen denn die ausländische Presse entgegengetreten? Wie viel wussten die Leute über Sie? Wie viel wussten die über den deutschen Film? Wie wurden Sie rezipiert oder wie wurden Sie angesprochen? Also man muss ja sagen, der Film ist wirklich 3 Tage vor dem Festival fertig geworden und es kannte den wirklich niemand. Und wir haben sozusagen noch nicht mal so Family and Friends Screening, so Test Screening sozusagen für uns gemacht. Also es war wirklich, also wir sind da mit einer DCP hingefahren, wussten wirklich nicht, was passiert. Dementsprechend gab auch keine Pressevorführung, abgesehen davon, dass man das nicht darf, wenn man in keinem Wettbewerb läuft. Aber wir haben den Film wirklich niemandem gezeigt und wir haben ihn auch der deutschen Presse vorher nicht gezeigt. Und ich glaube, das war wirklich eine absolute Überraschung für alle und zwar auch für die internationale Presse. Natürlich hatten manche Maren Ader auf dem Schirm, sie lief mit allen anderen im Wettbewerb 2009 auf der Berlinale, hat 2 silberne Bären da gewonnen. Das heißt, man kannte sie so ein bisschen, aber ich glaube, damit hat niemand gerechnet und dann überschlug sich sozusagen alles. Und natürlich, das war auch dann ne, der Score sozusagen im Screen am nächsten Morgen, als dann da 3,8 stand, das war natürlich irgendwie so unglaublich. Muss man auch sagen, es gibt diesen Kritikerspiegel im Screen International in Cannes. Immer einen Tag nach den Vorführungen werden halt 10 wichtige Filmkritiker befragt. Da kann man von 4 Punkten bis zu einem Punkt oder bis zu einem X, das ist dann ganz besonders schlecht, vergeben. Und dann wird immer noch der Schnitt genommen. Und Toni Erdmann hatte den Schnitt 3,8, der dann auf 3,7 runter gerechnet wurde, aus welchen Gründen auch immer. Es ist der beste Schnitt, den jemals ein Film in Kann in diesem Kritikerspiegel hatte. Davor war es, glaube ich, Mr. Turner mit 3,6. Also es war schon ziemlich unglaublich. Ziemlich unglaublich. Der nächste Gast, Herr Bondi, Olli Meki, noch ein Hit in Cannes. Bei Ihnen aber eine andere Frage oder ein Problem jetzt nun. Bei Toni Erdmann war allen Leuten immer klar, das ist ein deutscher Film, deutsche Produktionsfirma, deutsche Regisseurin, deutsches Thema, deutsche Sprache, deutscher Cast. Ein Problem, das deutsche Produzenten häufig haben, ist, dass sie an Filmen beteiligt sind, also aber niemandem so recht bewusst ist, dass es deutsche Filme sind. Ihr Olli Meki, da würde natürlich nun jeder zuerst denken, ein finnischer Film. Es ist ganz klar ein finnischer Film. Der Regisseur hat eine Vergangenheit mit dem Festival. Der ist 2-mal im Studentenwettbewerb gewesen und hat ihn auch 1-mal gewonnen. Und mit dem Gewinn ist eigentlich verknüpft, dass der erste Film auch in Cannes einen Screening-Slot kriegt. Das heißt, wir sind in das Projekt eingestiegen mit dem wunderbaren Saarländischen Rundfunk und Arte. Und uns war klar, dass wir eine Chance haben, in Cannes zu laufen. Aber in Cannes gibt es halt ja die verschiedenen Sektionen und fast alle Filme, ich glaube in den letzten 10 Jahren, alle Filmemacher, die dann die Cinéfondation, den Studentenwettbewerb gewonnen haben und es dann auch geschafft haben, einen Langfilm zu machen, daran scheitern ja dann schon mal einige, die sind meistens in so einem Seance Spezial, also einem Special Screening, veräppt. Und unser Ziel war immer, dass der Film fertig wird natürlich, aber auch, dass wir es schaffen, eben nicht nur so ein Special Screening zu bekommen, sondern vielleicht in einer der Sektionen zu landen. Und dann in der Certe Regard zu landen, war schon, ja, das war das Höchste der Gefühle schon. Und wir wussten halt nichts am Ende. Also wir waren fast eher zufällig alle noch da. Und als dann die Jury irgendwie unseren Namen verlas, erst auf Französisch. Von den Finnen hat es keiner verstanden. Also meine Geschäftspartnerin Jamila Wenske und ich, wir haben so ein kleines französisches Ohr und haben schon so, die reden über unseren Film, unser Film, sie reden über unseren Film. Und die Finnen waren so, was? Naja, und dann war große Freude angesagt. Was mich sozusagen im Nachgang, was einfach schade war, also ich habe dann wirklich selber festgestellt, in Deutschland wurde komplett nur darüber gesprochen, dass Toni Erdmann keinen Preis gewonnen hat, was nicht mal stimmte, die haben einen Kritikerpreis gekriegt. Darüber würden sich viele andere Filme, glaube ich, wahnsinnig freuen. Eben, nur in der Presse hieß es, Toni Erdmann keinen Preis, so, das fand ich dann auch schon wieder schade. Aber ich dachte halt, okay, es ist kein deutscher Film, der die Certe Regard gewonnen hat, aber es war eine deutsche Koproduktion. Und die Certe Regard zu gewinnen ist eine große Sache und dass niemand, nicht ein Blatt darüber was geschrieben hat, selbst nachdem wir selber eine Pressemitteilung geschrieben haben, ein befreundeter PR-Mensch netterweise das an den wirklich gesamtdeutschen Presseverteiler geschickt hat, trotzdem keine Notiz, gar nichts. Das war frustrierend und das sind so Momente, die wir
Produzenten, die viel international arbeiten, halt häufig erleben, dass über solche Filme, natürlich sind es keine originär deutschen Filme und ich glaube, das Beispiel von Martin Morris aus Amerika ist perfekt, um darüber zu reden, was ist eigentlich ein deutscher Film und was nicht und wie wird das wahrgenommen. Ja, gehen wir doch gleich weiter zu Ihnen. Erzählen Sie doch mal, Morris aus Amerika, wie sind Sie da nach Sundance gekommen? Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Es war ja ein bisschen Ihr Ziel, das zu schaffen. Wie sind Sie vorgegangen? Genau, also in der Geschichte, wie wir den Film produziert haben, liegt eigentlich auch schon die Antwort auf Sols weitergereichte Frage sozusagen. Für uns ist das ein ganz klar ein deutscher Film. Da gibt es überhaupt keine Frage sozusagen. Obwohl der Regisseur Amerikaner ist, der lebt in Los Angeles, war für den Film 2 Jahre in Deutschland. Ich habe den kennengelernt in Sundance, als wir mit einem anderen Film, den wir gemacht haben, dort im internationalen Wettbewerb liefen. Houston von Bastian Günther, 2013 glaube ich. Und da habe ich Chad Hartigan, so heißt unser Regisseur, kennengelernt, einfach auf einer Filmfestparty. Und der erzählte, dass er den Gedanken hat, ich glaube, es gab ein Exposé oder ein Treatment, einen Film in Deutschland zu machen, in Dresden damals noch. Am Ende haben wir in Heidelberg gedreht. Und es kam, weil er zum Teil auf Zypern groß geworden ist. Er ist der Sohn von Missionaren und er fand Europa irgendwie immer cool und die europäische Kultur. Sein Vater ist Ire, hin und her. Und auf jeden Fall wollte er einen Film darüber machen, der es dann auch geworden ist. Was mit einem Jungen passiert, der nicht aus diesem Kulturkreis kommt, der in einer fremden Stadt aufgrund bestimmter Umstände groß wird und seine erste Liebe erlebt. Letztlich autobiografisch. Ich fand das interessant und wir haben das entwickelt. Ganz, ganz klassisch. Und das Ziel Sundance war deswegen so ein bisschen gesetzt, weil erstens haben wir uns da kennengelernt. Er war da mit seinem Debütfilm, This is Martin Bonner, und hat den Publikumspreis der Nachwuchsreihe dort gewonnen. Das heißt, da gab es irgendwie so einen Boden von Kontakt und Renommee oder wie man das nennt, wo wir gedacht haben, da können wir dran anknüpfen. Wir haben uns dann aber relativ bald mit dieser Frage konfrontiert gesehen, kommen wir da überhaupt rein? Weil die Regularien eigentlich haben, dass 50% der Finanzierung aus Amerika kommen muss, damit man sich für den US-Wettbewerb qualifiziert. Ich wiederum hatte keine Lust, im internationalen Wettbewerb mit einem amerikanischen Regisseur zu landen. So, das war so ein bisschen unser Problem. Und wir haben es dann aber geschafft, obwohl die Finanzierung zu 85% aus Deutschland kommt und es eben unsere majoritäre Produktion ist, dass die das in Sundance nicht ganz so genau genommen haben in dem Fall. Was cool ist von denen, was glaube ich jetzt in Cannes vielleicht nicht passieren würde, aber in Sundance passiert das. Genau, und dann haben wir genauso gebibbert wie alle anderen. Wir haben den Film gedreht in Heidelberg, komplett in Deutschland gedreht. Bis auf den Jungen und seinen Vater, das sind 2 amerikanische Schauspieler, ist er komplett mit deutschen Schauspielern besetzt. Der ist sowas wie 50-50 Deutsch-Englisch, jeweils untertitelt. Das heißt, das ist so ein richtiger zwischen den beiden Nationen, Kulturkreisen, Hybridfilm. Also eine wirklich internationale Koproduktion, aber eben ein deutscher Film. Und vom Team kann man auch sagen, es kam nur der Kameramann und der Regisseur. Alles andere war auch da deutsch. Aber leiden Sie darunter, dass der Film nicht wirklich als das anerkannt wird, was er ja eigentlich ist? Wie gesagt, wir hatten ja auch schon das Gespräch, weil selbst wir Schwierigkeiten hatten bei Blickpunkt Film. Ich meine, Schande genug. Herr Bondi kann da auch ein Lied davon singen. Dass nicht mal wir als Branchenmagazin da also so einen klaren Blick darauf haben oder das Bewusstsein nicht so stark geschärft ist. Aber ist Ihnen das auch wirklich wichtig, dass Sie wahrgenommen werden, dass es eine deutsche Produktion ist? Also erstens ist es persönlich natürlich wichtig, man steckt viel Arbeit und Energie da rein, aber dann ist es natürlich auch beruflich extrem wichtig, dass Filme wahrgenommen werden, dass Firmen wahrgenommen werden, damit man weiterarbeiten kann. In dem Fall ist es ähnlich, wie jetzt Sol das gerade beschrieben hat, mit sozusagen die Sonne schien auf Toni Erdmann. Bei uns schien die Sonne etwas stark auf Wild von Nicolette Krebitz. Toller Film, tolle Regisseurin, alles gar keine Frage. Aber es war der internationale Wettbewerb, den ich von Houston ganz gut kannte, der in Sundance einfach die deutlich kleinere Nummer ist zu dem, im Vergleich zum US-Wettbewerb. Da ist halt in Amerika mega der Hype drum. Und da liefen wir. Und da dachte ich dann schon so, okay, nicht ganz die Wahrnehmung, die ich mir erträumt hätte. Es hat dann aber nach diesem, ich meine, es gibt ja immer irgendwie Dinge, die einen so ein bisschen stören und wo man denkt, naja, könnte auch besser laufen. Aber nachdem das veräppt war, hat es dann schon auch so ein bisschen die Frage getriggert, weswegen wir vielleicht zum Teil auch heute hier sitzen. Was ist denn dann ein deutscher Film? Was ist ein deutscher Erfolg im Ausland? Weil natürlich die Erfahrung von uns Produzenten schon sehr stark ist, es geht immer auf die Regisseure, was auch gut ist. Also in dem Moment, wo man einen deutschen Regisseur hat, ist es ein deutscher Film und die Presseaufmerksamkeit ist sehr, sehr hoch. In dem Moment, wo andere Konstanten auch vielleicht sehr deutsch sind, aber diese fehlt, wird es ein bisschen schwieriger, die Filme nach vorne zu pushen. Ich will ganz kurz noch reingerätschen, weil
Sundance, du sagst, es ist die größere Nummer und ich glaube, also was in Sundance eben hauptsächlich das Ziel aller Produzenten oder aller Filme ist, ist da einen großen US-Deal zu machen. Also anders als hier, wo der Verleih von Anfang an meist dabei ist, ist die Hoffnung immer, dass die Investoren dann sozusagen direkt aus einem Deal, und da war ja Sundance dieses Jahr unglaublich, da wurden ja wahnsinnige Deals gemacht. Und also auch das wäre eigentlich eine riesen Pressemitteilung. Ihr habt einen super Deal gemacht in Sundance. Ihr habt für 1 Million verkauft den Film? Über 1 Million. So, und das ist... Aber nein, aber das ist einfach, also und welcher Verleih war es? Das ist A24, einer der heißesten Verleiher, glaube ich, im Moment in Amerika. Die machen ein sehr, sehr gutes Programm. Ex Machina ist nach Deutschland rüber geschwappt, solche Filme. Umgekehrt, die umgekehrte Seite der gleichen Medaille ist, muss man auch ganz ehrlich mit sich selber sein. Der Film wird in Deutschland wahrscheinlich relativ klein rauskommen, wird nicht so viele Zuschauer machen, es wird ein amerikanischer Independent-Film sein. Wir können froh sein, wenn der irgendwie 5-stellige Zuschauerzahlen macht. Ja, ich will gar nicht von 6-stelligen träumen. In Amerika kommt der mit, ich glaube, 800 Kopien raus, Nationwide-Kampagne, einfach richtig fett sozusagen. Jetzt darf ich mich vielleicht dann auch als deutscher Produzent nicht beschweren, das ist ja auch genauso toll, das ist ja auch irgendwie unser Erfolg, dass ich es halt im Heimatland nicht ganz so abkrieg, muss man dann vielleicht ein Stück weit auch mitleben. Aber, ne. Ja, aber ich glaube, komplex. Da fehlt teilweise eben auch das Wissen, oder? Ja, absolut, also das Wissen, absolut. Was das dann genau bedeutet. Also für mich als internationalen Produzenten einen Deal mit A24 abzuschließen, das ist wie ein Sechser im Lotto. Aber sorry, nur zum Verständnis, heißt es, dass der amerikanische Verleih die exklusiven Rechte hat. Also es ist nicht möglich, noch einen deutschen Verleih... Doch, nee. Also der deutsche Verleih war schon in der Finanzierung dabei. Das ist ja in Deutschland so, dass man die meistens vorne schon dabei hat, um diesen DFFF, den Deutschen Filmförderfonds, zu bekommen. Dafür braucht man einen Verleihvertrag. Das macht in Deutschland Farbfilm, ein mittlerer, sehr engagierter Verleih, mit dem wir schon viel gemacht haben. Da sind wir auch sehr happy mit. Die waren von Anfang an dabei. Der Film wurde dann sozusagen, wenn man so will, in drei Richtungen verkauft. Einmal Deutschland war schon weg. Dann gibt es einen Weltvertrieb, Visit Films in unserem Fall, die verkaufen die Welt. Und dann gab es einen Vertrieb in Amerika, also Nordamerika, USA, UTA, auch eine der größten Agenturen dort. Die haben nur Nordamerika verkauft und das sind die Deals, von denen Zoll redet, sozusagen. Das ist das, wo alle hinwollen. Wenn man jetzt liest Amazon und sonst irgendwie, das ist das Gebiet. Es geht um Nordamerika. Daran schließt sich was an, worüber Jakob und ich uns ein paar Mails auch geschrieben haben. Die Rezeption des deutschen Films im Ausland, die ja eigentlich extrem gut ist. Also die Filme verkaufen sich sehr gut in andere Territorien. In fast allen größeren Festivals laufen viele deutsche Filme. In Toronto, glaube ich, war letztes Jahr über ein Dutzend deutscher Filme, die da wirklich gefeiert werden. Es gab auch mal im Festivalkatalog, Toronto ist das größte Festival auf amerikanischem Boden, gab mal einen Grundsatzartikel, wie wichtig und toll die Entwicklungen im deutschen Film sind. Das ist auch schon 10 Jahre her. Also da wurde in einer Zeit der deutsche Film umjubelt, gelobt, wo er in Deutschland noch nicht mal so ein großes Ansehen genossen hatte. Aber jetzt kommt noch ein doppeltes Problem dazu, darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten, ist, dass in Deutschland nicht mitbekommen wird, wie wichtig im Ausland der deutsche Film genommen wird. Kriege ich das so richtig? Ich finde, das kann man feststellen, selbstbewusst von Produzentenseite auch aus, dass, also ich kann von zwei aktuellen Beispielen von uns erzählen, im Labyrinth des Schweigens und Heidi, die mit unterschiedlichen Weltvertrieben, der Dirk Schürhoff hat mir aufgetragen, ich soll sagen, das Wichtigste ist, dass man einen tollen Weltvertrieb dabei hat, damit meint er seinen eigenen Beta-Films, habe ich jetzt hiermit getan, aber ich kann auch bestätigen, dass das ein kraftvoller Weltvertrieb, der weiß, was er tut, natürlich Gold wert ist. Wir haben Labyrinth des Schweigens, historischer Film, beschäftigt sich mit der deutschen Vergangenheit, was im Ausland immer noch auf großes Interesse stößt. Toronto Uraufführung gehabt und dann in insgesamt über 115 Territorien verkauft. Bei den 115 sind auch viele zum Beispiel kleine afrikanische Länder dabei, die man auch braucht, um in so einen Canal Plus Deal reinzukommen. Da gibt es verschiedenste Mechanismen, um die ich kaum weiß und um die ich mich auch gar nicht kümmern mag. Deswegen ist es so wichtig, einen tollen, kundigen Weltvertrieb dabei zu haben. Bei Heidi war es ähnlich, auch über 100 Territorien. Da haben wir den ganzen Film außer der Schweiz an Studio Canal gegeben, die von Frankreich aus das tun. Die waren unser deutscher Verleiher, die waren unser österreichischer Verleiher und die haben einige Territorien selber ausgewertet. Frankreich zum Beispiel haben wir fast 800.000 Zuschauer gemacht, was richtig viel ist. Richtig viel.
erfolgreicher ist, ist, glaube ich, der in den letzten Jahren der erfolgreichste deutsche Film mit 1 Million Zuschauer. Das in Frankreich ist Die Biene Maya. Und ich finde es auch wichtig, zu trennen zwischen, Heidi ist zum Beispiel kein Festivalfilm, es ist ein reiner Publikumsfilm. Es ist eigentlich ein anderer Angang, als ihr ihn geht. Wir sind wenig auf internationalen Festivals zusammen. Wir haben das klare Geschäftsprinzip, deutsche Filme zu produzieren, möglichst auch nicht davon abhängig zu sein, dass wir einen Weltvertrieb mit in die Finanzierung reinnehmen. Ganz einfach, weil wir nur selten abschätzen können, ob sich jemand im Ausland dafür interessiert oder nicht. Bei den letztgenannten Filmen war das zum Glück so, aber in unserer Historie kommt das selten vor. Jenseits der Stille hat sich damals sehr gut verkauft zum Beispiel. Aber ein Film wie 23 oder Crazy zum Beispiel, die haben im Ausland kaum die Rolle gespielt, die sie vielleicht verdient hätten, weil es tolle Filme waren. Mir fällt dazu auf, das wollte ich noch anmerken, unsere Firma gibt es jetzt seit 25 Jahren und als wir angefangen haben, uns so zu orientieren, spielten große Festivals auch überhaupt gar keine Rolle. Die Berlinale unter Moritz de Hadeln, das ist der Vorgänger von Dieter Koslik, wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, den Film von uns anzubieten, weil wir das Gefühl hatten, die interessieren sich überhaupt nicht für deutsche Filme und wenn, zum Zerreißen und den Typen kenne ich nicht und der ist nicht ansprechbar. Erst als Dieter Koslik die Berlinale übernommen hat, ging das für uns junge Produzenten los, dass wir das Gefühl hatten, wir können uns mit unseren Filmen auch auf ein internationales Parkett wagen. Das war dann mit Lichter von Hans-Christian Schmidt zum Beispiel so. Da hat sich dann für uns auch einmal eine ganz andere Welt geöffnet. Ich weiß auch noch, als ich das erste Mal in Cannes war, habe ich mich so unwohl gefühlt und hatte solche Minderwertigkeitskomplexe und wusste überhaupt nicht, was ich den ganzen Tag machen sollte. Und alle Leute hatten Termine und zu tun. Also bis man sich da dann mal so rantraut und auskennt und durchblickt, das dauert lange. Und wir haben uns damals so unser Geschäftskonzept definiert. Wir produzieren hier in Deutschland so regional und so authentisch und lokal, wie es geht. Und wenn der Film dann gelingt, dann interessiert sich die Welt auch dafür. Wahrscheinlich, weil es gerade auch so deutsch ist. Zu Labyrinth muss man noch sagen, er lief in Frankreich, glaube ich, besser als in Deutschland. Wir hatten in Deutschland das Ziel, 300.000 Zuschauer zu machen. Die haben wir nicht ganz erreicht. Und in 280 sind es dann geworden. Und in Frankreich bei Sophie Dulac, ein sehr feiner, kleiner, engagierter Verleih, haben wir 360.000 Zuschauer gehabt. Frankreich ist ein besonderes Territorium. Also so eine Filmliebe findet man in kaum einem anderen Land der Welt. Denen ist es auch, das ist nicht egal, ob das ein deutscher Film ist, aber die interessieren sich, die gehen anders ins Kino, die gehen häufiger ins Kino, das wird in der Schule anders gepflegt. Das ist eine schöne Erfahrung gewesen. Das ist schon auch eine Sache, die wir wahrnehmen, eben wie der Film dort wahrgenommen wird und aber auch die Filmemacher, also auch sozusagen jemand wie Petzold oder Schanalek oder Hochhäusler oder, ne, also die sind in Frankreich ein totaler Begriff, die kennt jeder einfach, ja, und während man sozusagen hier in Deutschland zum Teil und wenn, verbindet man sie sozusagen mit einem, sagen wir mal, einfach schwierigem Kino und in Frankreich werden die wirklich so, ne, auf ein Tablett getragen, sag ich mal. Man muss klar sehen, dass die Filme im Ausland immer über die Figur, die Person der Regisseurin oder des Regisseurs empfunden werden. Wir Produzenten spielen in der Wahrnehmung keine Rolle, da müssen wir uns dran gewöhnen. Und wenn man eine deutsche Regisseurin hat, dann ist der Film ein deutscher Film, weil die Regisseure auch die ganze Pressearbeit machen und reisen und eingeladen werden, sehr, 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 sehr viel arbeiten müssen in den ganzen Territorien. Die Maren wird wahrscheinlich ein Jahr jetzt unterwegs sein oder ein halbes Jahr, keine Ahnung. Giulio Ricciarelli vom Labyrinth war mindestens 1,5 Jahre mit dem Film unterwegs. Ich glaube, die Wahrnehmung hängt sehr eng auch mit der Nationalität der Regie zusammen. Genau, absolut. Nee, ist total richtig. Und ich glaube nur sozusagen, die Wertschätzung der Filme und der Filmemacher im Ausland und das auch, was du ja vorhin gesagt hast, ist, dass eben der deutsche Film da sozusagen außerhalb von Deutschland wirklich wahrgenommen wird und auch bekannt ist und auch die Filmemacher, die dahinter stehen, bekannt sind und auch die Leute, die Filme kennen. Das ist, glaube ich, und das wird hier manchmal gar nicht so wahrgenommen oder sozusagen, sie werden zu Hause, sage ich einfach mal, salopp schlechter behandelt als im Ausland. Ja, ich glaube, also mittlerweile ist die Berlinale für
die deutschen Filmemacher und Produzenten ein ganz, ganz, ganz wichtiges Festival. Und auch für uns und auch für Komplizenfilm war das so ein da hat sozusagen alles angefangen, da ging es los mit Maren und alle anderen. Und das war ein ganz wichtiger sozusagen Step für uns. Filmfest München war immer schon von Anfang an aufmerksam. Und für einen deutschen Film, der für ein Publikum gedacht war, wie zum Beispiel Jenseits der Stille, den haben wir hier in München damals uraufgeführt, das war der perfekte Reisebeginn, weil das halt auch ein zugewandtes Publikumsfestival ist, ähnlich wie Toronto beispielsweise, wo man merkt, die Leute gehen gerne ins Kino und freuen sich über etwas zu entdecken. Es gibt ja auch Festivals, die manchmal eher feindlich sind oder wo man sich eher freut, etwas niederzumachen. Berlin war früher so, ich empfinde das jetzt nicht mehr so. Das sollte ein Lob für das Filmfest München sein. Ja. Ein dankendes Lob. Ja, dazu kann ich noch anführen, Petzold in Toronto, also sein Phönix wurde in Toronto in einer Form gefeiert. Ich weiß, es gab so, dass es Petzold peinlich war. Also die Leute haben danach so lange geklatscht und ihn gefeiert, also als wäre Steven Spielberg persönlich. Er wollte diese Form der Begeisterung fast nicht. Also muss man schon sagen, das ist schon begeisternd. Ich weiß auch, dass der Festivalchef in Toronto hat mir dann irgendwann mal erzählt, er hält das für den größten Fehler, den Cannes jemals gemacht hat, dass sie den nicht in den Wettbewerb eingeladen haben. Also und der deutsche Film wird sehr genau verfolgt im Ausland, speziell von den Festivals, die sind sehr, sehr wissend, was das anbetrifft. Die Weltvertriebe, also so, ich kenne mich lange nicht so gut aus wie ihr, mit denen wir arbeiten, haben auch ein relativ deutliches Profil. Also wenn ich als italienischer Kinoverleiher und Italien ist ähnlich wie Frankreich, auch sehr mit einer sehr ausgeprägten Kinokultur, die auch für Arthouse und ausländische Filme mit Untertiteln ein sehr offenes Herz haben. Also wenn ich als italienischer Verleih einen hochqualitativen Film, deutschen Film suche, der sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt beispielsweise, dann weiß ich auch, wo ich hingehen muss. Dann gehe ich also definitiv zu Beta und zu 2, 3 weiteren Anbietern aus Deutschland. Also die Weltvertriebe haben auch ihre Profile und derzeit ist es tatsächlich auch eine Stärke, der neue Film vom Donnersmarck ist bei Beta, da geben sich die Projekte sozusagen so die Klinke in die Hand. Ich muss mal kurz nochmal zwischengrätschen, Entschuldigung, weil sonst schmieren wir uns hier nur Honig um Bart und das darf es auch nicht sein. Nur als Bestandsaufnahme, glaube ich. Also es gab in Berlin jetzt kürzlich, vor ein paar Monaten, hatte der Kritikerverband in Berlin hatte eingeladen, den Leiter von der Semaine de la Critique, Charles Tesson, Sergio Fan vom Filmfestival Locarno, Richard Brody vom New Yorker Magazine, glaube ich, und noch jemand war dabei, wenn jemand das im Publikum noch weiß. Bitte? Carmen Gray hat moderiert, danke Christoph. Und die ganzen Leute, die sozusagen für die großen A-Festivals auswählen und Richard Brody, die haben quasi wirklich vom Kritikerverband deutsche Filme zugeschickt bekommen. Und es war ein absolutes Trauerspiel, was die da sozusagen verlauten lassen haben. Das war, ja, der letzten 5 Jahre. Also unter anderem auch Labyrinth des Schweigens. Und also das war sozusagen noch vor dem Toni Erdmann-Hype, der sozusagen die deutsche Ehre so ein bisschen gerettet hat, international wieder, glaube ich. Aber das war, also ich fand das jetzt auch keine besonders gute Veranstaltung, weil es war wirklich viel mehr ein Bashing als alles andere. Aber es war doch erstaunlich, wie wenig deutsche Filme zumindest auf dieser Filmkunstebene, sage ich jetzt mal, wahrgenommen worden sind. Und das einfach nur als Gegen. Worum ging es da in der Diskussion? Was hätte die Quintessenz sein sollen? Oder? Naja, ich glaube, es ging einfach wirklich nur um eine Bestandsaufnahme, weil die Frage, die im Raum stand, war, warum findet der deutsche Film auf den großen Festivals dieser Welt nicht statt? Mhm. Ne? Und das war eben, wie gesagt, vor Toni Erdmann. Und wie viele Jahre waren es? 8 Jahre, wo kein deutscher Film. Der Witz ist, es waren 4 Jahre, weil der Losnitzer war der letzte, 2011 oder 2012, auch nicht wahrgenommen als deutsche Produktion. Und davor war es das weiße
Weiße Band wiederum, der war der letzte deutschsprachige und davor war es dann Wenders, der letzte deutsche Regisseur und davor war es von Trotter in den 80er Jahren die letzte deutsche Regisseurin. Ich glaube, dass der deutsche Film schon präsent ist und ich glaube, was eine Schwierigkeit ist, dass es eben nicht diesen deutschen Film gibt. Ja, also ich glaube, es gibt das rumänische Kino, sagen wir, es gibt das dänische Kino, aber so wirklich so, was ist ein deutscher, also was ist sozusagen wirklich ein deutscher Film und was macht den aus? Ich glaube, da tut sich die Welt draußen da schwierig, das zu definieren. Es gibt, wie gesagt, eben diese Filmemacher wie Petzold und Fatih Akin und wie sie alle heißen, die natürlich für eine bestimmte Art von Kino stehen und die auch wahrgenommen werden. Aber ich glaube so, dass man sagt, okay, das ist ein deutscher Film, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, das gibt es nicht. Ich könnte mir auch gerne widersprechen. Also was es gibt als deutschen Film zum Beispiel, und das wird in Cannes auch außer auf dem Markt keine Rolle spielen, ist der deutsche Kinderfilm. Da haben wir eine Menge Erfahrung drin. Der ist, wenn er sorgfältig handwerklich gemacht ist und häufig auch auf etablierten Vorlagen basiert, auch deutsche Kinderliteratur ist im Ausland sehr, sehr hoch angesehen, dann gibt es dann einen Markt dafür. Dass es die Öffentlichkeit nicht interessiert und dass es in Cannes im Wettbewerb keine Rolle spielt, ist klar, aber es ist, finde ich, in dem Kontext auch egal, weil keine Ahnung, Vampirschwestern, das kleine Gespenst, das sind Filme, die synchronisiert um die ganze Welt reisen, im Kino ausgewertet werden und da entweder reüssieren oder eben auch nicht. Und das ich stimme dir aber zu, ich könnte mir zwar vorstellen, man hat ein kleines Label mittlerweile, könnte man sagen, das ist ein deutscher Kinderfilm oder könnte sich ein potenzieller Kunde was drunter vorstellen, aber ansonsten gibt es den so per se den deutschen Film nicht, da hast du bestimmt recht. Also ich würde mit einer mal mutig behaupten, dass natürlich eine gewisse Agenda dahinter steckte bei dieser Veranstaltung in Berlin, wo es ja ein bisschen darum ging, der deutschen Filmförderung in die Füße zu fahren, ob berechtigt oder unberechtigt, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt dieser Beobachtung, dass der deutsche Film international nicht reüssiert, würde ich vehement widersprechen wollen. Auch wenn man nicht jedes Jahr in Cannes vertreten ist, es war auch dieses Jahr kein einziger italienischer Film in Cannes und im Jahr drauf sind es halt dann wieder zwei oder drei. Also ich will es nur klarer ziehen, da ging es um Filmkunst. Okay. Ne? Das ist sozusagen noch eine andere Art von Kino, als die Jakob auch gerade spricht. Ja? Also das ist, um das nochmal ganz klar zu trennen und dass ich nicht missverstanden werde, auch was diese Veranstaltung, das war von den Kritikern und da ging es wirklich so um die Kunst, um das Kino, was sozusagen auch neue Impulse setzt. Ja? Also nicht Sachen, die schon da gewesen sind, Muster, die funktionieren, zu reproduzieren, sondern, also ne, wenn man jetzt sagt, was für Filme funktionieren im Ausland, sind es eben meistens, wie du selber auch sagtest, Filme, die sich mit deutscher Geschichte beschäftigen. Ja? Also vor dem Krieg, nach dem Krieg, jetzt drei Fritz-Bauer-Filme hintereinander. So, das ist sozusagen, das ist etwas, was, das ist eine Marke, die es durchaus gibt, würde ich sagen. Ja? Deutsches Kino, was in diese Richtung funktioniert. Aber darüber hinaus, also ein junges, frisches, lebendiges Kino, wie aus Rumänien oder aus Dänemark vor mehreren Jahren, dieser Dogma-Bewegung, sowas hat es aus Deutschland heraus nicht gegeben. Das ist, glaube ich, so die Bestandsaufnahme. Was für viele, glaube ich, auch der Grund ist, auch diese vielen internationalen Koproduktionen auch zu machen, oder? Also, ich weiß nicht, wie es euch beiden ergeht, aber für uns ist es so, dass wir viele spannende Themen dann doch im Ausland finden und unser Herz da auch schlägt. Ja. Ich glaube, bevor wir jetzt da wahnsinnig zerfasern, weil natürlich letztlich jede dieser Produktionsfirmen, die hier auf dem Podium dabei ist, für eine andere Form oder eine andere Idee von Kino oder wie man Kino realisieren will, aus Deutschland heraus oder mit deutscher Beteiligung stehen, wollen wir vielleicht doch versuchen, irgendwie einen Konsens zu finden und also auch nicht, wir hatten eingangs gesagt, wir wollen nicht rausgehen und mit hängenden Köpfen den Saal verlassen, sondern eher versuchen, auch selber Impulse zu finden oder nach vorne zu gehen. Deswegen meine Frage wäre natürlich an Sie alle, was denken Sie denn, was muss denn gemacht werden, speziell was die Wahrnehmung des deutschen Films in der Öffentlichkeit anbetrifft? Und dazu muss man natürlich erstmal sagen, hat, glaube ich, nun Toni Erdmann so sehr viel mehr getan als viele Filme davor.
eben nicht nur, weil er in Cannes so wahnsinnig gut ankommt, sondern weil es halt auch so ein wahnsinnig toller Film ist. Ich glaube, dass ich glaube, ganz banal, oder zumindest so ist meine Wahrnehmung, ist das eine Wertschätzung zu unseren Filmemachern, die wir in Deutschland, da gibt es wirklich, finde ich, ja wahnsinnig viele sehr, sehr gute, dass da einfach eine größere Aufmerksamkeit sowohl von der Presse und vom Publikum kann man sich natürlich immer nur wünschen, man kann ja niemanden zwingen dazu, stattfindet. Also dass auch sozusagen unsere Filmemacher sozusagen eine größere Wertschätzung einfach im Land erfahren. Kontinuität ist sicherlich ein erstrebenswertes Gut in dem Zusammenhang, dass man regelmäßig arbeiten kann. Es ist dann Aufgabe der Produzenten und natürlich Autoren und Regisseur, für Stoffe, für Inhalte zu sorgen, aber damit man nicht zwischendurch aus der Übung kommt, damit man sich und seine Kunst verfeinern kann, ist regelmäßiges, kontinuierliches Arbeiten das A und O. Toll finde ich es natürlich bei Komplizenfilmen. Wir haben das nicht so, wir haben keine Regisseure bei uns in der Firma, aber so wie ihr diesen Mechanismus, den ihr euch gebaut habt, das ist schon sicherlich nicht nur für die Maren als Regisseurin und Produzentin toll, sondern auch als für euch als Produzenten, weil die Maren wird euch keiner wegschnappen. Ne? Relativ unwahrscheinlich. Nee, okay, ja, also unser Konzept ist ja praktisch immer mit den gleichen zusammenzuarbeiten. Wir mit Valeska Griesebach, Sonja Heiß, Vanessa Jopp, so wie sie alle heißen, Miguel Gomez, versuchen wir natürlich eine Beziehung aufzubauen und natürlich die Projekte zu verfolgen und mit denen auch immer wieder zu produzieren und weiterzumachen. Das sind manchmal sehr, sehr große Zeitabstände oder leider sehr, sehr große Zeitabstände. Also bei Maren waren es jetzt irgendwie 5 oder 6 Jahre, bei Valeska waren es 7 Jahre oder noch mehr. So, das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber klar, das ist unsere Philosophie, ist mit die auch aufzubauen. Ist es schwieriger mit ausländischen Regisseuren? Ich weiß nicht, also schwieriger kann ich schwer einschätzen, weil wir haben jetzt fast, unsere Firma gibt es seit 6 Jahren, 7 Filme, davon glaube ich 5 mit ausländischen Regisseuren. Und das sind aber alles Leute, mit denen wir weiterarbeiten wollen, die auch mit uns weiterarbeiten wollen. Also ich glaube, das ist immer so die größte Bestätigung einer internationalen Koproduktion, was auch viel Konfliktpotenzial birgt, wenn man sagt, okay, man will weitermachen danach. Ob es schwieriger oder einfacher ist, kann ich ehrlich gesagt schwer sagen. Aber natürlich ist eine Kontinuität total wünschenswert. Du hast ja auch gerade, glaube ich, zu dem Stichpunkt das Mikrofon gerade geholt. Weil ja, also ich will die Frage beantworten, sozusagen, was man vielleicht besser machen könnte, ohne dass ich jetzt denke, dass ich wüsste, was man besser machen kann. Aber es treiben mich Gedanken um, die ich versuchen kann zu fassen. Also ich glaube grundsätzlich, dass Wahrnehmung, sprich auch Presse, wie wird über Filme geschrieben, wie auch branchenintern bestimmte Organisationen Filme wahrnehmen oder auch promoten, sehr nach innen gerichtet ist. Und das sollte bestehen bleiben und dazu sollte in Ergänzung etwas kommen, was auch nach außen gerichtet ist, dass man einfach mal guckt, was läuft denn wo und diese Leute vielleicht auch ein Stück weit abfeiert, wenn sie es verdient haben. Das ist, glaube ich, eins. Dann, was Jakob und Jonas gesagt haben, ist für mich so der Punkt, sowas wie Skepsis ablegen und Vertrauen fassen, dass Leute, die schon mal 1 oder 2 gute Filme gemacht haben, Maren Ade wird das Problem jetzt nicht haben, aber es gibt ganz oft Filmemacher, die haben echt erfolgreiche Filme hingelegt und die fangen trotzdem bei Sendern und Förderern, was die Hauptfinanziers in Deutschland sind, immer wieder bei Null an. Und ich würde mir wünschen, dass wir so ein Klima haben, dass man auch mal einen versemmeln kann sogar und dann trotzdem noch Vertrauen hat, weil wir einen bestimmten Respekt vor Filmemachern haben, die schon mal gezeigt haben, dass sie es drauf haben. Das ist der zweite Gedanke, der mich so ein bisschen umtreibt und dann finde ich, das sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, ist das letztlich dann auch eine inhaltliche Diskussion. Da merken wir ja heute schon, dass wir nicht auf den Punkt kommen, weil wir sozusagen von einem kommerzielleren Ansatz zu einem Filmfestival-Ansatz, so, das ist mega, mega komplex, da kann man stundenlang drüber reden. Aber dahinter steht für mich manchmal so die Frage, was ist denn der Inhalt? Also was ist ein deutscher Film? Bedeutet für mich auch, unter welchen Bedingungen machen wir Filme? In welchem Klima machen wir Filme? Nach welchen, jetzt mal sehr hochgestochen gesagt, nach welchen Werten machen wir Filme? Wie gucken wir auf die Welt? Also was ist vielleicht auch ein deutscher Blick auf die Welt, weil ich glaube, dass wir uns da eigentlich nicht verstecken müssen. Dass wir im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Ländern auf dieser Welt durchaus auch sowas, und da scheuen sich ganz viele Leute sowas zu sagen, das klingt dann immer so, aber wir haben, glaube ich, schon auch eine Botschaft. Und da, die kann man auch in die Welt tragen. Und Filme sind dafür ein ganz hervorragendes Mittel, um das zu tun. Und das sind so Diskussionen, die kommen mir immer ein bisschen zu kurz. Es geht dann immer sehr schnell darum, ja, aber das ist doch deutsch, weil da waren noch 20% dabei oder hier oder da und sonst irgendwas.
nochmal zu gucken, worum geht es in diesem Film? Ja? Was ist der Kern dieses Films? Auch dann eben in Artikeln über Filme.